Hallo YouTube, neues Video, neues Glück. Heute mal nur ein kleines Kurzvideo, Umfragevideo. Ich werde mich dann auch mal dran probieren. Man kann nämlich irgendwie in die Videos Fragen einbauen, die ihr dann beantworten könnt, quasi in der Abstimmung. Sollte das funktionieren, könnt ihr gerne dran teilnehmen. Ich habe aber selber das noch nie gemacht, dementsprechend keinen blassen Dunst, ob es funktioniert. Ansonsten schreibt es einfach unten in die Videokommentare. Und zwar, ich habe euch ja schon mal ein Spiel gezeigt, wo es ein bisschen mit dem Prepping-Gedanken ging, The War of Mine. Hab mir jetzt was Neues geholt, ganz frisch heute rausgekommen. Generation Zero für die PlayStation 4. Und da ich ja momentan doch ein bisschen wenig Videos mache, dachte ich mir, warum nicht einfach einen Livestream machen, wenn ich zum Beispiel online zocke. Und quasi beim Zocken dann so ein bisschen das auch verbinden, einfach damit ich noch ein bisschen wieder Bezug zu meiner Community kriege, die ja doch irgendwo vorhanden ist. Ich meine, ich habe 1800 Schlammitot Abonnenten. Bevor ich das jetzt groß mache, ist es relativ einfach. Ich frage euch überhaupt, ob es euch das groß überhaupt interessiert. Falls es sich jemand für interessiert, also das Spiel, da geht es irgendwie um Schweden und da sind jetzt irgendwie böse Roboter und die müsst ihr halt irgendwie platt machen oder so. Also Prepping technisch, Skynet ist jetzt nicht unbedingt ein Szenario, auf das ich mich vorbereite, aber wegen mir kann man es als angehaucht sehen. Und wenn das eben gut ankommt, würde ich das eben mit reinbringen und ansonsten lasse ich es halt sein. Ich meine, mir ist das wurscht, ich werde das Spiel so oder so spielen. Und falls im Übrigen auch jemand Interesse hat, das Spiel mit mir zu spielen, falls das auch hat, also auf der PlayStation, dann kann er mich da gerne anschreiben, am besten über den Discord-Server, der ist unten verlinkt. Hintergrund ist, ich habe bei meiner PlayStation die Einstellung so gemacht, dass mir grundsätzlich erstmal keiner irgendwelche Freundschaftsanfragen stellen kann. Hintergrund ist, dass da diverse Bot-Programme ganz gerne eben dann mit so kleinen Freundschaftsanfragen Hackerangriffe machen und ich habe keinen Bock, dass mein Account gehackt ist. Und ja, ich wollte es euch jetzt einfach mal anbieten, falls sich jemand eben dafür interessiert. Wie gesagt, PlayStation 4, also zocken können wir auf jeden Fall mit mir. Und ansonsten stimmt einfach ab, ob ihr Bock drauf habt und ob euch das überhaupt interessiert. Und ansonsten könnt ihr aber auch reinschreiben, nö, ich will keinen, ich möchte dich nicht beim Spielen zugucken oder so, bleib einfach bei deinen Videos, die du bis jetzt so machst, ist auch okay, kein Problem. Dann lasse ich das einfach weg, das ist einfach, so eine Frage von mir, wo ich mir gedacht habe, naja, bist eh jedes Wochenende zocken, warum nicht? Ja. Gut, dann könnt ihr euch mal darüber Gedanken machen, könnt das unten in die Videokommentare schreiben, wie immer wäre natürlich ein Daumen hoch cool. Ja, also nein, ihr sollt nicht über Daumen hoch runter abstimmen, sondern dann, wenn dann über die Kommentarfunktion oder eben in dem Video, wenn es funktioniert hat, hoffe ich zumindest, dann im Video direkt. Ja, und dann könnt ihr natürlich drunter schreiben, Kommentare, ob ihr das Spiel auch habt oder ob ihr auch noch andere Spiele mit, ich sag mal, Prepping angehaucht habt und was ihr da empfehlen könnt, denn ich spiele gerne mal solche Spiele, ich finde das immer sehr toll, reizt mich ein bisschen, macht auch ein bisschen Spaß. Ja, und ansonsten findet ihr natürlich den Link zu meinem Discord-Server, ihr seid herzlich eingeladen, da können wir über jeden möglichen Käse reden, muss nicht unbedingt alles Prepping-Thema sein, man kann, wir reden auch durchaus mal querbeet über Automarken und Co. oder was halt gerade ansteht. Damit soll es das auch gewesen sein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, in dem Sinne, haut rein!